Moin Internet! Wie geht's, wie steht's? Hier ist Spielexkurs! In diesem Video reden wir über Das ist ein Thema, von dem ich relativ oft in meinen Videos spreche. Wer schon mal in meine Beschreibung von Klassen reingeschaut hat, wird feststellen, dass ich auch auf den Ursprung ihrer Zauberkraft eingehe. Also dachte ich, es wäre einfach mal eine nette Idee, die Magie bei Pathfinder einmal näher zu beleuchten. Ein Blick ins Grundregelwerk offenbart eine Tonne an Regeln, wie Magie in diesem Spiel gewirkt wird. Natürlich kann es auch immer passieren, dass euer Spielleiter all diese wunderschönen Regeln einfach direkt aus dem Fenster wirft und irgendwas anderes als den Standard bestimmt. Auch ich benutze in meinen Spielen eine Menge Hausregeln. So etwas kann durchaus vorkommen. Das lässt sich allerdings nur schlecht vorhersagen. Daher gehe ich in diesem Video eben von den Regeln im Grundregelwerk aus. Also, was meinen wir eigentlich, wenn wir bei Pathfinder von Magie sprechen? Nun, Magie kommt in diesem Spiel in zwei Varianten vor: Arkan und Göttlich. Dazu sei allerdings gesagt, dass es keine scharfe Trennlinie zwischen den beiden Arten von Magie gibt. Grundsätzlich kann man aber grob sagen, dass arkane Zauber sich mehr auf Schaden und Zerstörung spezialisieren, während göttliche Zauber sich in der Regel mehr mit Unterstützung von Verbündeten beschäftigen. Und woher soll ein von Magie gesegneter Abenteurer seine Magie beziehen? Bei Pathfinder gibt es mehrere Quellen, aus denen die Charaktere ihre magische Kraft schöpfen. Im Speziellen beziehen sie diese Zauber aus einem Zauberbuch, aus dem eigenen Blut, sprich aus dem Inneren, von einer Gottheit, durch Meditation bzw. eine Trance oder aus der Musik. Soweit so gut, oder? Wer kann jetzt also was als seine magische Quelle benutzen? Werfen wir doch zuerst mal einen Blick darauf, welche Klassen bei Pathfinder denn so zaubern können. Bitte bedenkt dabei, ich gehe vorerst nur von den Klassen im Grundregelwerk aus, sonst wird das Video eine Stunde lang. Vielleicht mache ich später aber ein Update, wenn ich irgendwann mal über die erweiterten Regeln spreche. Mal schauen. Also, zurück zum Thema. Die Zauberklassen bei Pathfinder sind Magier, Kleriker, Hexenmeister, Waldläufer, Druide, Paladin und Barde. Was das mit dem Schurken auf sich hat, klären wir gleich. Die Quelle der Magier ist dabei ihr altes, gutes Zauberbuch, in das sie alle Zauber reinschreiben, die sie kennen und dazulernen. Die Kleriker handeln im Namen einer Gottheit und beziehen von dieser auch ihre Magie. Das gleiche gilt auch für Paladine. Hexenmeister dagegen brauchen weder staubige Bücher noch irgendwelche Götzen, um zaubern zu können. All die Magie, die sie brauchen, kommt aus ihrem Inneren und fließt seit ihrer Geburt in ihren Adern. Druiden haben dieses Glück nicht, müssen sich dafür aber auch nicht mit teils bizarren Blutlinien und ihren Konsequenzen herumschlagen. Man könnte aber behaupten, dass ihre Magie ebenfalls gewissermaßen aus dem Inneren kommt. Sie müssen nämlich etwas Zeit in einer Trance verbringen, um ihre Zauber für den Tag zu erhalten. Das lernen irgendwann auch die Waldläufer. Denn auch sie beziehen ihre Zauber auf eben diesem Wege. Bleibt also noch der Barde, dessen Zauber, Überraschung, durch die Musik kommen. Pathfinder, meine Damen und Herren, hier sind die sogenannten magischen Noten nicht nur eine Metapher. Nun wird es aber ein bisschen komplizierter. Nur weil eine Klasse zaubern kann, heißt es noch lange nicht, dass sie direkt Zugriff auf alle möglichen nützlichen Zauber haben und sie je nach Situation einsetzen kann. Tatsächlich kennen die meisten Klassen den Großteil ihrer Zauber gar nicht und lernen mit jedem Stufenaufstieg immer nur ein paar mehr dazu. Das ist zum Beispiel beim Magier der Fall, der nur die Zauber kennt, die er in seinem Zauberbuch nachlesen kann. Und auch das Blut der Hexenmeister ist keine offene Tür zur absoluten Macht! Das Blut verleiht ihnen zwar die grundsätzlichen Zauberkräfte, die ganzen Anwendungen dafür müssen sie aber erst schön selber lernen. Manche Klassen haben solche Einschränkungen aber nicht. Ein Kleriker zum Beispiel kann auf alle möglichen Zauber zugreifen, die eine Gottheit ihm verleiht, sofern er mächtig genug ist und die jeweilige Zauberstufe beherrscht, versteht sich.
So ähnlich geht es auch Waldläufern und Druiden, deren Meditation ihnen direkt alle Zaubertore öffnet, wenn sie mächtig genug sind und auf eine bestimmte Zauberstufe zugreifen können. Die Vorteile eines solchen göttlichen Dienstes in dieser Hinsicht genießen natürlich auch die Paladine. Barden dagegen haben ein recht beschränktes Repertoire. Das gilt sowohl für ihr talentfreies Gedudel als auch für ihre mäßige Kraft. Naja, zumindest müssen sie dafür nicht lange auf einem Baumstumpf sitzen und brauchen auch keine komischen Hippie-Kräuter. Wobei... naja, ist auch egal. Jedenfalls bedeutet die Tatsache, dass bestimmte Klassen direkten Zugang zu allen Zaubern haben, nicht zwangsläufig, dass man sie auch nach Belieben wirken kann. Es ist nämlich so, dass jeder Zauberwirker eine Art magische Batterie hat. Wenn sie leer ist, ist erstmal eine lange Rast angesagt. Und während sich manche nur ausruhen müssen, gestaltet sich die Vorbereitung bei anderen zumindest etwas komplizierter. Barden haben es in der Hinsicht natürlich recht einfach. Verstärker an und ran an die Gitarre! Ein Barde kann frei und vor allem spontan entscheiden, welchen der ihm bekannten Zauber er gerade wirken will. Bei Magiern ist es definitiv anders. Ich habe das Gefühl, dass Magier alle eine Art Gedächtnisstörung haben oder so. Sie sind nicht nur auf die Zauber beschränkt, die in ihrem Buch stehen, sondern können sich diese nicht einmal merken. Sie müssen jeden Tag aufs Neue stundenlang eine Auswahl an diesen Zaubern pauken, um sich zumindest für ein paar Stunden einzuprägen, wie sie gewirkt werden. Und kaum haben sie eine Nacht geschlafen, zack, ist die ganze Lernerei wieder weg. Vielleicht ist es bei ihnen auch eine Angewohnheit aus den Studienzeiten oder so etwas. Bulimie lernen ist offenbar auch in einem Fantasy-Spiel ein Phänomen. So ähnlich geht es auch den Klerikern. Sie können zwar theoretisch auf alle Zauber zugreifen, die sie von ihrer Gottheit bekommen können, müssen aber trotzdem jeden Tag für ganz bestimmte Zauber beten. Eine Ausnahme davon bilden allerdings die Heilungszauber, weil Kleriker die Fähigkeit zum spontanen Zaubern besitzen und jeden vorbereiteten bzw. erbeteten Zauber je nach ihrer Gesinnung jederzeit gegen Wunden heilen oder Wunden verursachen austauschen können. Bei Hexenmeistern ist es umgekehrt. Sie kennen zwar nicht allzu viele Zauber, können diese aber nach Belieben einsetzen. Waldläufer machen es im Grunde wie die Kleriker, können dabei allerdings nicht spontan zaubern. Den Druiden geht es in dieser Hinsicht eigentlich genauso. Und da Paladine ihre Zauber, genau wie Kleriker, von einer Gottheit beziehen, müssen auch sie jeden Tag dafür beten. Fassen wir also nochmal zusammen. Barden wirken arkane Zauber, kennen nur eine Handvoll von ihnen, können sie aber jederzeit beliebig einsetzen, solange sie ihre musikalischen Künste einsetzen können. Magier und Hexenmeister beherrschen ebenfalls arkane Zauber, aber Magier brauchen dafür ein Zauberbuch, in dem sie alle ihnen bekannten Zauber drinstehen haben. Und selbst die müssen sie sich erst noch einprägen. Hexenmeistern liegt die Magie dagegen wortwörtlich im Blut und sie müssen ihre Zauber genau wie die Magier erst lernen, können sie dann aber nach Belieben einsetzen. Kleriker, Waldläufer, Druiden und Paladine wirken derweil göttliche Zauber und können direkt auf alle davon zugreifen. Sie müssen ihre Zauber auch jeden Tag neu vorbereiten. Nur dass Kleriker und Paladine dafür beten müssen, während Waldläufer und Druiden sich auf die Mutter Natur einstimmen. Und? Schon verwirrt? Macht nichts! Es wird noch schlimmer! Die spezifischen Zauber sind für jede Klasse nämlich unterschiedlich, wobei Magier und Hexenmeister sich die Zauberliste teilen. Außerdem überlappen sich manche Zauber relativ oft. Und auf die ganzen Zauberplätze und Zauberstufen gehe ich gar nicht erst ein! Zumindest nicht in diesem Video. Nun fragt sich so mancher Spieler bestimmt, und auch zu Recht, warum um Himmels Willen ist das denn bitte wichtig? Und die Antwort darauf ist, keine Sorge, ist es nicht. Zumindest nicht für den Verlauf des eigentlichen Abenteuers.
Das hier soll nur eine grobe Übersicht der zauberkundigen Klassen sein und wie ihre Magie funktioniert, damit angehende Spieler sich einen Überblick darüber verschaffen können. Aber Moment! Jetzt baumelt hier schon die ganze Zeit der Schurke so ganz verlassen und allein vor sich hin. Was hat es damit auf sich? Nun, Schurke ist eigentlich keine zauberkundige Klasse in dem Sinne. Schurken können aber sogenannte Tricks erlernen, die ihnen diverse Fähigkeiten verleihen. Diese schließen unter anderem niedere und höhere Magie ein. Das bedeutet, dass der Schurke einen einzigen Zauber des 0. bzw. des 1. Grades aus der Liste für Magier und Hexenmeister, also einen arkanen Zauber, lernen und mehrmals am Tag einsetzen kann. Dies zählt spieltechnisch aber als eine zauberähnliche Fähigkeit. Sprich, Schurken können zwar nicht direkt zaubern, aber irgendwie schon. Und die Quelle dafür ist... Und weil es gerade so schön ist, gibt es ja noch den Mönch. Mönche können so gesehen auch nicht zaubern. Sie haben aber einen Vorrat an sogenannten Ki-Kräften, mit denen sie allerhand übernatürliche Dinge tun können, etwa den Hochsprung. Okay, spieltechnisch gesehen gilt das streng genommen nicht als Magie. Aber im Ernst, sie können sich damit sogar heilen. Man könnte natürlich sagen, dass es durch ihren Willen kommt, also aus dem Inneren. Aber was ist denn Magie, wenn nicht die Fähigkeit, den eigenen Willen auf die physische Welt zu projizieren? Also, da wären wir. Alles übersichtlich, verständlich und gar nicht verwirrend. Aber fällt euch noch etwas auf? Jo, das hier sind fast alle Klassen, die es im Grundregelwerk überhaupt gibt. Glaubt man gar nicht auf den ersten Blick. Aber so wie es scheint, sind Kämpfer und Barbaren wohl die einzigen Klassen, die standardmäßig so wirklich gar nicht zaubern können. Sorry, Leute. Jetzt haben wir aber auch wirklich alles. Ich hoffe, dieser Überblick ist hilfreich und wer weiß, vielleicht wird der eine oder andere dies berücksichtigen, wenn er oder sie das nächste Mal einen Charakter bzw. ein Abenteuer erstellt. In jedem Fall, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!